aussieht, dann kann ich das. Eine große Aufgabe liegt heute vor diesem kleinen Auto. Es muss nämlich beweisen, dass es der Auffahrt zum Bergdorf Oberjoch gewachsen ist. Warum? Weil heute eine innovative Technologie präsentiert wird. Was Sie hier sehen, ist nämlich ein Elektroauto des i-Projekts Allgäu. Die Idee war zum einen, Elektroautos im Tourismus zur Verfügung zu stellen, damit die Hoteliers den Gästen die Fahrzeuge vermieten können, sie in ihre Pauschalangebote vielleicht mit einbinden können und wichtig, dass wir aus den Fahrzeugen Daten gewinnen können, die wir für die Forschung an der Hochschule in Kempten weiterverwenden können. Die Hochschule Kempten ist eine von 10 Partnern, die an dem umweltfreundlichen Projekt arbeitet. Sie analysiert und wertet Daten, wie zum Beispiel die Reichweite einer Batterie, aus. Und die hängt auch von der sogenannten Rekuperation ab. Das heißt, wenn ich vom Gas runtergehe, vom sogenannten Gaspedal, so nennt man es auch beim Elektroauto, dann wird der Motor zum Generator und speist die Bremsenergie wieder in die Batterie zurück. Um eins kommt man aber trotzdem nicht herum. Die Autos müssen hin und wieder aufgeladen werden. Das geht entweder an den normalen 220-Volt-Anschlüssen zu Hause oder an einer der Ladesäulen. Von denen bietet das Projekt momentan 11 Stück im Allgäu an. Diese stehen an entsprechenden zentralen Orten in Kempten am Forum, Hohenschwangau am Fuße der Schlösser und so weiter, also auch in den Ortszentren. Und der Gast bekommt vom Hotelier eine Tankkarte zu dem Auto dazu, mit dem er jederzeit an diesen Ladesäulen dann kostenlos Strom tanken kann. Im Rahmen des Projektes werden momentan keine weiteren Tankstellen installiert. Es gibt aber einen schönen Nachmachereffekt. Das heißt also, andere Gemeinden oder auch Privatleute kommen auf die Idee oder möchten auch mitmachen im Rahmen des Projektes, installieren ihre eigenen Stromtankstellen, die wir dann wiederum mit auch auf unserer Website aufnehmen und hier ausweisen, dass also das Tankstellennetz größer wird. Das Konzept Elektromobilität im Allgäu hat bereits einen guten Start hingelegt. Bei Dingen wie Beteiligung oder Ausbreitung zeigt sich aber, dass das Projekt noch nicht ganz an seinem Ziel angekommen ist.